Willkommen zu einem neuen Leveller-Video. Wir haben einen Carsten da von der Firma RPR. Und zwar kennt du uns seit einem Jahr, eineinhalb Jahren? Oder wann warst du da? Ja, ein gutes Jahr etwa. Gutes Jahr. Und da hatten wir gerade über die Retro-Felgen gesprochen. Die sind ja heute noch nicht da, deswegen wollte ich damals auch noch nichts besprechen. Da hat mich der Raphael nochmal einen Hinweis gegeben. Geh doch mal zum Carsten, der weiß da mehr wegen den Themen. Und zwar reden wir heute über dieses Auto. Ist auch ein Umbau. Du bist ja auch. Auch. Du bist doch derjenige, der eigentlich auch gerne in solchen alten Autos modernere Autos reinmacht. Wir machen es ja so als hobbymäßig, du machst ja das professionell mit Abnahme, mit allem drum und dran. So der Plan, ja. So. Genau. Wir sagen jetzt was und dann zeigt man nachher hier noch was dazu, weil er ist jetzt auch dafür zwei Fahrzeuge oder zwei Projekte von uns, wo wir jetzt ein paar Tipps kriegen, dass wir von Anfang an uns Geld sparen und Zeit sparen. Nicht so wie beim 190er. Genau. Bestes Beispiel, das Arschlochauto Nummer 1. Ja. Als Hinweis, damit ihr schon mal Bescheid wisst, was da drin ist, 430er. Das ist der M113, 4,3 Liter, Serie 279 PS. Mit einem Klemann-Kompressor, aufgerüstet auf 400 PS. Und hat im Endeffekt jetzt eine moderne Raumlenkerachse von Mercedes mit Luftfederung, Airride vorne hinten. Und auch innen brutal. Aber da gehen wir gleich drauf hin, da lasse ich euch noch ein bisschen zappeln, weil wir noch über die zwei anderen Projekte reden müssen. Gehen wir mal zum 107er. Ja. Also, Thema 107. Der wird jetzt auch als nächstes, ich denke nächste Woche oder so, angefangen zu zerlegen, weil wir auch die Technik, wie gesagt, der kriegt das volle Programm, einmal Rost weg, einmal Basis gut machen und Technik, der hat einen 200 PS, ist zwar ein V8, der M117, 380er, aber mit Dreigangautomatik, alles schön ist nicht zu fahren, wahrscheinlich. Für die einen oder anderen ja, aber ich glaube, ich würde da keinen Spaß dran haben. Leistungsschwach und Schadstoffschlag. So, deswegen war ja der Plan, war ja im Prinzip, als wir uns entschieden haben, dass wir ihn umbauen. Wir haben ja noch den SL da draußen mit dem M113er Motor, mit dem 306 PS, der silberne, der 230er. Da muss ja sowieso der Motor raus und auch das Getriebe. Dann war die Überlegung, ob man den hier reinsetzen könnte. Da habe ich mit dem Raphael gesprochen, da hat er gesagt, du frag mal den Carsten. Carsten macht das im Alltag. Ne? Dann haben wir gesprochen, du sagst ja auch eigentlich relativ einfach. Ja. Also wir haben so ein Auto gebaut, den könnte ich ja nächste Woche mal oder übernächste Woche mal mitbringen. Wäre cool. Mit einem 5,5 Sauber. Aha. Das ist allerdings eben ein 86er Modell, also sprich Modell gepflegt als Basis. Und dann haben wir umgebaut auf 5,5 Energiegetriebe, also das Automatikgetriebe dazu und eine M113 5,5 Sauber. Ja. Und das geht relativ easy. Also auch wenn es so eine Pagode ist, ist natürlich hier Kinder. Ja. Aber Platz ist ja da. Platz ist genügend, ja, absolut. Okay. Hat dann wahrscheinlich wieder, was heißt hier wahrscheinlich, das ist ein 71er Baujahr, das Auto oder Motor, den M113 gibt es seit 2000? Nee, vorher schon. M113 gibt es seit 97, 98. Also mit H-Zulassung ist dann eh vorbei, aber wir haben dann wahrscheinlich zahlen weniger Kfz-Steuer wie mit diesem Motor ohne H-Zulassung. Absolut, ja. So. Deswegen war das der Plan und du hast 306 PS, du hast immer noch eine Option, hinter einen Kompressor draufzusetzen, wo auch TÜV-fähig ist. Ne? Wobei da wird es platzmäßig schwierig, ja? Von der Höhe. Also der originale Kompressor wird, glaube ich. Nicht der originale, der von zum Beispiel von ASA oder gibt es ja verschiedene Kompressoren, wo mit Gutachten für den Motor sind. Also wir haben ja hier zum Beispiel den Klemann drauf, in dem Fall, weil der halt eben ein kleines Volumen hat, wie der Originale. Der Originale baut vor allem vorne sehr hoch und du täuscht dich vielleicht ein bisschen mit der Raupe, mit der Form, aber der kommt schon relativ hoch, also wenn du den Kompressor hier reinpackst. Also ich glaube, was der Raphael vorgestellt hat hier, wie heißt diese Firma, in der Schweiz, mit diesem, wie hießen die denn nochmal, die hatten doch mal so ein Video gemacht, oder mit Marius, mit diesem Kompressor, wo die bauen doch einen Kompressor innen in den, anstatt im Sauger innen rein, ohne Kühlung. Oh, das. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Firma hieß. Aber wo du nicht viel Ladedruck fahren konntest. Da fährst, der hat nicht viel, genau. Der macht, glaube ich, 50, 60 PS. Das ist halt die Frage, ob sich das für das Geld lohnt. Aber den siehst du nachher nicht. Da kannst du auch die originale Abdeckung fahren. Den kriegst du halt überall rein. War das nicht auch für den M12? M112 war gedacht? Für beide, genau. Für beide. M112 und M113. Aber der hat, meine ich, glaube ich, nur 60 PS mehr. Also ja, weil du genau nicht kühlen konntest. Weil du nicht kühlen kannst, genau. Ja, ja. Aber der passt halt innen rein. Wäre das für auch eine Zone. Wobei in so einem Motor, letztens habe ich auch noch mal einen Besuch gehabt, auch Stuttgart, war auch jemand da, mit einem, was war denn das für ein Kompressor da drauf? Uralt. Was?
Albrechts, oder? Genau. Ist so? War schon eingetragen, kriegst du mit Herzschmerzen. Ja, die gab es ja, das waren ja 80er, 90er Jahre, glaube ich, damals. Ja. Und die kriegst du theoretisch auch mit Herzschmerzen. Ja. Ne? Und was hat er? Gut, der hat jetzt auch 70, 80 PS mehr gehabt, glaube ich. Das merkt schon. Ja, lief auch brutal. Hat auch andere Noggewelle drin gehabt und so. Wobei man schon sagen muss, die 117 Motoren sind eigentlich schon Bombe. Also die Motoren an sich von der Hardware sind genial. Also du könntest im Prinzip auch überlegen, was wir zum Beispiel bei unserem 126er bei meinem Rennwagen gemacht haben. Ja. Du sagst, du behältst den Bassmotor, machst eine moderne EFI drauf und packst vor allem das 5-Gang-NRG-Getriebe da rein. Dann fährt er natürlich auch richtig gut, aber ist natürlich leistungsmäßig lange nicht das, was du natürlich mit dem 113 machst. Aber ich will damit nur sagen, der Motor an sich, der 117, ist einer der besten Motoren, den Mercedes hier gebaut hat, von der Basis. Der Block, also dieser Grundblock, ist ja auch in dem SEC drin, ne? In dem 560 SEC. Genau, genau. Die sind ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip genau das gleiche. So, das ist das eine Thema, da hilft er uns auf jeden Fall, was Kabelbau ein bisschen, weil das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das Kabel und Steuergeräte, gell? So, meins auch, ja. Ja, deins auch. Beim Radioeinbau macht er gerne Disco. Okay. Und dass wir das Thema schon mal haben, weil dann können wir schon mal anfangen, schon planen, was brauchen wir alles. Aber wie gesagt, einen Schlachter haben wir da. Was heißt Schlachter? Den nehmen wir dann für was anderes noch, die Karosse. Aber dass wir den hier reinsetzen können. So, dann haben wir das andere Problem, was wir letztens auch telefoniert hatten, CLK 320. Was wir auch schon vorgestellt haben, mit dem Plan 113 Kompressor. Warum der CLK, habe ich glaube ich auch schon erzählt, gerade dass einfach die V6 Motoren identisch sind wie mit den M113 Motoren. Von den Aufnahmen her, vom Platz her geht es auch gut. Da kommt natürlich wieder Steuergerät hin, Steuergerät her. Das reden wir unter uns. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, was wir da machen können. Und da suchen wir noch eigentlich einen Schlachter für gerade diesen Umbau. Aber da wirst du uns ja auch helfen in der Hinsicht. Und wir gehen ihn auch mal besuchen. Du bist bei Nürburgring da in der Nähe. Ich bin jetzt direkt am Nürburgring, genau. Seit 2018 sind wir direkt oben am Nürburgring. Und da hast du auch so ein paar Dinger stehen, ja, ja. Ne? Wir haben, wie gerade mal ganz kurz angerissen, wir haben zum Beispiel nochmal eine Pagode stehen, wo wir nicht nur die Raumlenkerachse haben, sondern auch einen anderen Vorbau haben. Okay. Wir haben einen alten 600er mit 5,5 Kompressormotor, das wäre gerade vielleicht für dich ein tolles Thema. Okay. Mit Luftfederung, die wir umgebaut haben. Also da gibt es schon ein bisschen was zu sehen und auch zu fahren. Okay, krass. Ja, da fahren wir mal auf jeden und, Fall. Und letztendlich würde es Sinn machen, wenn ihr dann natürlich auch mal Lust habt, können wir abends vielleicht eine Touristenfahrt auf der Nordschleife machen, dass ihr mal, ich weiß nicht, war da, seid ihr schon mal gefahren? Auf dem Nürburgring bin ich noch nie gefahren. Ja, da wird es aber mal Zeit, also wenn, wir sind nicht direkt dran. Also 5 Kilometer am Ring. Muss man machen, Mikro als Kameramann halt dabei, auf dem Rücksitz unangeschnallt. Was? Ich fahre mit dem X3. Bring halt ein Auto mit, was man da auf dem Kennzeichen, wo man fahren kann. X3 auf dem Ring? Ja. Den stellen wir mal irgendwo aufs Auto drauf oder so. Ja. Ist ja variabel. Also bietet sich auf jeden Fall an. Ja. Nee, das war cool. Wobei, ja, Nürburgring gleich mit so einem Umbauauto. Und einer guten Zeit dann. Ja, jetzt genau. Die Zeit ist ja dann mal nebensächlich. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal zu der Pagode wieder. Gucken wir die mal genauer an, weil aber das Basisfahrzeug kostet ja heute auch schon 30, 40, 50.000 Euro, ne? Ja, absolut. Also man muss auch zur Pagode nochmal sagen, das ist jetzt keine vollrestaurierte Pagode, sondern es ist im Endeffekt ein Kundenauto, was eben mal so angeliefert wurde und dann umgebaut wurde. Und das ist eigentlich auch so mit unser Thema. Wir wollen nicht zwingend immer alles neu und alles super toll, sondern mein Klientel oder unser Klientel ist im Endeffekt Kunden, die würde ich fahren wollen. Also die wollen Fahrmaschinen haben, Funktion. Ja. Nicht für ein Wohnzimmer. Wenn die wollen fahren, wenn die jedes Mal bei jedem Kratzer dann im Prinzip oder bei jedem Steinschlag oder die fahren dann nicht, das macht keinen Sinn, da jetzt für 350.000 Euro so ein Vollwert. Die gibt es ja auch, diese Leute. Die gibt es auch. Aber deine Kunden sagen, nein, ich will das Ding bewegen. Und wir haben auch ehrlich gesagt keine Lust mehr zu restaurieren, weil es einfach ein undankbares Geschäft ist, weil Perfektion ist einfach ein wahnsinniger Aufwand mit Zeit, mit Geld, was auch ehrlich gesagt kundenmäßig sehr, sehr schwierig. Das ist das, was ich immer auch immer sage, weil die Leute zu mir sagen, kann ich dir meinen 124er hinstellen, machst du mir den gleichen Umbau, dann sage ich, wie pingelig ist dieser Kunde hinterher? Ja. Ne? Geht der und sucht? Oder ist er, sagt er, komm, alles gut, mach mal. Ne? Das ist ja, schwieriges Thema, da gibt es ein abendfüllendes Thema, deswegen, also wir haben das jetzt auch gemacht und wir bauen Autos um, wir kriegen ja teilweise aus dem Ausland diese Autos angeliefert und wir bauen die dann um.
Manchmal musst du natürlich lackieren oder andere Sachen mitmachen, das bleibt nicht aus. Ja. Aber in der Regel, wir restaurieren nicht. Also wir machen keinen neuen Chrom, wir machen auch, auch Innenausstattung. Das geht zum Sattler, aber da habe ich nichts mehr zu tun. Also das ist mir, wir wollen Technik also machen. Nicht jedes Teil nachproduzieren und so, das für schöner und fertig. Und wir haben eben halt auch festgestellt, also unsere Klientel sind halt eben Leute, die wollen wirklich Spaß haben, die wollen als Alltagsauto, die wollen die fahren. Die fahren die auch alle regelmäßig immer wieder. Und da ist denn nicht wichtig, dass das alles neu ist. Es muss natürlich schon ordentlich aussehen. Ja, nur wenn jetzt ein Mieter ankommt und sagt, da ist ein Kratzer, da ist ein Beutel in der Türe, das ist nicht das Thema. Das ist halt einfach ein ganz normales Auto, was halt seine 40, 50 Jahre einen Buckel hat. Mhm. Und wie du ja sagst, die sind ja heute echt vom Preis her Einstieg. Früher gab es die mal für 15.000 Euro, konntest du Basisautos kaufen. Heute unter 40 gibt es gar nichts mehr. Ja. Deswegen also Hut ab vor den Leuten, die da hergehen und das Auto dann komplett so umbauen. Also wenn wir das machen würden, was glaubst du, was bei uns in den Kommentaren los ist? Wobei ich euch aber sagen muss, es ist wirklich so, dass, weil du hast ja manchmal Diskussionen von wegen, ja, was passiert mit dem Wert von dem Fahrzeug? Ja. Also ich habe zwei Autos in meiner Karriere bis jetzt zurückgekauft von Kunden, aber nicht, weil sie unzufrieden waren, sondern weil sie einfach wieder was anderes haben wollten. Und die hast du sofort innerhalb von Tagen für viel mehr Geld weiterverkaufen können. Glaube ich. Weil das Problem ist, bei unseren Kunden jetzt, oder bei diesem Thema, du weißt ja, wir Männer sind ja so ein bisschen wie kleine Kinder, wenn wir was wollen, dann wollen wir es gleich haben. Ja. Und die haben natürlich null Bock, da ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre drauf zu warten. Mhm. Die wollen es haben. Wenn es dann halt 10 oder 20 mehr kostet, aber sie können es haben, dann nehmen sie es mit. Mhm. So, aber es gibt diese Autos halt eben nicht von der Stange. Und wir würden viel mehr Geld verdienen oder wir würden richtig Geld verdienen, wenn wir diese Autos im Endeffekt auf Vorrat produzieren könnten. Auf Lager. Und dann auf Lager und dann fertig verkaufen würden. Da würden die uns aus der Hand reißen. Ja, weltweit. Weltweit vor allem. Also gerade im Ausland. Uns mangelt es nicht an Kunden, uns mangelt es an Kapazität. Mhm. Wir kriegen die gar nicht gebaut. Du hast ja auch nicht alles in der Hand. Du gibst ja auch immer das ab, da, ab, jenes ab. Ne? Und dann braucht es halt seine Zeit immer. Und deswegen haben wir auch gesagt, deswegen wollen wir mit dem Ganzen, was drumherum betrifft, wir hatten jetzt für ein Auto, das könnt ihr dann nächstes Mal sehen, wo wir den Vorbau haben, das stand jetzt ein Jahr lang beim Karosserien, beim Lackierer. Das ist natürlich, das geht nicht, ne? Aber das ist halt das Problem. Für den Kunden ärgerlich. Ne? Du bist auf so viele andere angewiesen und das macht es natürlich halt schwierig. Mhm. Ne? Kennst du ja deine Sachen auch. Ne? Ja. Gut, dann gucken wir uns die Pagode an. Warum bist du so heiß auf das Ding gerade gewesen? Du bist ja gerade so vorhin um das Ding rumgerannt. Der hat Luft. Alles andere egal. Also gut, dann gehen wir mal los. Lassen wir schon hoch und runter das Ding, ja? Ja, weil er das will. Luft und dann ist interessant. Ja. Okay, also gehen wir hoch. So, das ist im Prinzip das zweite Projekt, wo wir mit dem Motor raus, den Motor wieder in den anderen rein. Wobei der jetzt sofort wieder, der Carsten wieder Punkte gezeigt hat, was wir nicht gesehen haben. Ja? So, guck mal hier. Michael, die typischen Stellen an dem CLK? Ja, das kenne ich halt nicht. Ich habe nicht jeden Tag einen CLK bei mir stehen. Siehst du da unten? Aha. Radlauf. Siehst du das, Nico? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfilmen soll. Da, ja, hier. Auf beiden Seiten. Da, wo es halt Finger hat. Siehst du das Loch? Ja, doch, sehe ich. Ja. Und? Man müsste die Schwelle auch wirklich mal runter machen, um zu gucken, wie es da drunter aussieht. Ne? Und hier vor allem die Kotflügel wegmachen, weil du hier... der sieht zwar jetzt hier gut aus, der Kotflügel hat nichts, aber unter dem Kotflügel, in dem Schwellerbereich, die rosten hier wie beim 124er. Rosten die halt durch. Okay. Wenn der Kotflügel hier unten fehlt, was bei allem, was später mal kommt, dann ist es uns schon zu spät. Okay. Also hier machst du den Kotflügel weg und vor allem die Schwellerverleitung weg und dann wirst du nochmal dein Durchfluss runterlegen. Wir lassen sie so lange dran, bis wir irgendwann schlechte Laune haben wollen. Aber wir bauen erst den Motor und dann machen wir die anderen Sachen. Und da ist ja im Prinzip jetzt hier. Die Rückseite von diesem Motor wird genau diese Position weiterhin behalten. Ne? Genau. Wir kommen ja im Prinzip, muss man halt einen Lüfter wegmachen, einen E-Lüfter vielleicht hinmachen und dann kommen wir mit dem Block einfach nur weiter vor. Nö, das passt schon. Ja? So auch? Nee. Also wir müssen ja mal gucken, wir können ja der Vorbau ist gleich, ob du jetzt einen 430er oder einen 550er hast. Der 550er hat einen anderen Kühler oder einen anderen Lüfter. Den kannst du im Endeffekt ja aber aus dem Baukasten eigentlich überlegen. Der baut dann natürlich nicht ganz so breit auf und der hat auch andere. Aber wie gesagt, hinten ist alles identisch, das heißt 1:1 ändert sich hier gar nichts. Im Prinzip kommen hier vorne die zwei Zylinder einfach vorne dran. Ich gebe es ja auch, wie gesagt, den 55er und den 430er, ne, mit dem V8 schon drin. Genau. Elektronik, wirst du uns helfen? Ja. Bringt man hoch oder kommst du runter? Ist es eine Sache, wo du kommst und schwind an, ausmachst und fertig? Ja, klar, genau. Wäre so mein Wunsch, ja. Genau, ne, also an, aus ist nicht, aber das können wir dann mal schauen. Okay. Also beim Einbauen können wir im Endeffekt uns abstimmen, das kriegt ihr alles selber. Das ist überhaupt wir können ja das alles setzen, machen, tun, verbinden. Es geht jetzt uns wirklich nur um gerade Steuergerät hin, Programmierung, umstellen,
Genau. Also Hardware ist für euch überhaupt kein Thema. Ja. Das kriegt ihr in dem Fall hin, weil alles eigentlich im Endeffekt Plug and Play ist aus dem Baukastenprinzip. Du musst vielleicht ein paar Modelle kombinieren, aber im Endeffekt gibt es das alles im Baukasten. Ja. Okay. Genau. Und was auch gut ist, der hat ja schon die ME 2.8. Ja. Die modernere davon, das macht es natürlich dann auch ein bisschen viel leichter. Warum, wieso, weshalb? Irgendwann mal erzählen wir es. Genau. Okay. So, jetzt gehen wir zu deinem Lieblingsauto. So, das ist jetzt der M113 Motor, der 430er vom. Wo waren die drin? In dem C43? E-Klasse. 210er war es viel drin. S-Klasse. Wo billig ist. Ja. C43 zum Schlachten wäre schlecht. Genau. Aber S-Klasse kriegst du diese total. Also, ach so. Du hättest natürlich auch einen 50er nehmen können, aber. Ja. Das ist eigentlich eine Frage. Und dann vom Kleemann. Kleemann ist ja schon langjähriger Mercedes-Tuner, ne? Und haben ja für verschiedene Modelle auch Kompressoren und so damals gebaut. Also 279 PS plus der Kompressor bist du bei 400. Knapp 400 PS, genau. Die haben etwas die Leistung im Steuergerät reduziert, weil sie natürlich sagen, bei einer Pagode brauchst du jetzt nicht unbedingt das Maximale. Aber der originale Mercedes-Kompressor würde hier einfach vom Platz her, also man sieht ja das schon ganz genau, wir liegen ja teilweise schon, wir haben so kleine kleine Spuren. Ja, stimmt, da hinten. Also so millimetermäßig ist es, das passt genauso rein, ja. Da gibt es aber auch andere Lösungen dafür, ne? Schwierig, ne? Ja, gibt es auch so kleinere Luftfilter, wo du so zwischendrin an Verschlauchung praktisch da reinlegen kannst. Du musst halt das Volumen generieren. Ja, bloß ohne diesen Kasten, halt einen offenen. Ja. Also da kennst du ja, glaube ich, vom 32er, siehst du, der 32er hat ja mit Filterkasten auch ein paar Öffnungen drin. Richtig. Die zum Beispiel der normale, der 320er oder 430er oder so nicht hat. Ne? Die haben, genau. Die haben Zusatzöffnungen gebaut. Genau. Meinst du das vielleicht? Ja, aber das ändert aber nichts an der Form. Du hast nur Zusatzöffnungen, dass du mehr Luft reinkriegst. Gut, du kannst es ja auch ersetzen, meine ich. Ne? Das kannst du auch ersetzen. Aber du darfst nicht vergessen, da steckt, wir haben hier einen Porsche-Fahrer, Nico, ne? Ja, ehemalig, nicht mehr. Okay. Also ich kann euch mal kurz eine Geschichte, wenn es euch interessiert, erzähle ich euch kurz eine Geschichte. Wir haben ja damals den schnellsten Porsche für den Nürburgring gebaut, den 987 Cayman. Ja. Und in USA kursiert immer das Gerücht, weil hier seitlich hat er ja hier die Ansaugung, die Schlitze drin. Und da haben sie ja in USA mit irgendwelchen Berichten gebracht, du musst Cold Air, Induct und hier Rohr, schmeiß den Luftfilterkasten raus. Das haben wir alles gemacht und hatten dann den Motor machen lassen und waren dann beim Ansgar Wiesen, das ist der Spezialist für Porsche in Köln, auf dem Prüfstand. Und auf einmal hatte unser Auto 30 PS weniger als wie davor. Ja. Und dann Ansgar die ganze Zeit, hier stimmt was nicht. Hat dann das Cold Air rausgerissen, hat es im Prinzip direkt oben drauf, die Drosselklappe hat eine 35 PS mehr. Was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, in diesen Luftfilterkästen, man glaubt es vielleicht nicht, und gerade bei Porsche ist es echt so, da steckt wahnsinnig viel Grips und Technik drin. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass du die Luft im Endeffekt hier vorne leichter reinkriegst, das mag schon sein, aber die Verwirbelung, der Druck, wie sich innen aufbaut, wie das ändert läuft, sich ja alles das wieder. Ändert sich. Und da steckt so viel Technik drin. Und wenn da alle meinen, oder auch mit diesen Filtern, mit diesen KNM-Filtern, offener KNM-Filter. Ich kenne keinen einzigen, und ich kenne viele, der nur mit dem KNM-Filter auf dem Prüfstand messbare Mehrleistung hat. Das wird ihr erzählt. Aber es hat noch keiner nachgewiesen. Naja. Das kommt den Leuten so vor, wenn sie drauf drücken. Und es klingt halt, du hast das Geräusch, genau, das Ansauggeräusch und denkst, wunderbar, was es bringt. Aber ich kann euch sagen, wir machen Motorsport oder haben Motorsport gemacht und wir waren oft auf dem Prüfstand und ich kann dir sagen, nicht einmal. Du siehst ja auch oftmals in irgendwelchen jetzt Luftleitungen, dass dann nochmal zusätzlich so irgendwelche Kreuzer oder so da drin sind. Das hat ja auch alles eine Funktion. Ist ja nicht so, dass da einmal nur Luft reinströmt, sondern das darf ja, wie du sagst, auch nicht wirbeln und machen und tun. Es gab vor kurzem, gab es hier von der alten Schule, glaube ich, oder gab es ein Interview mit dem alten AMG-Mann. Ja. Und der hat dann zugegeben, dass die im Endeffekt auch bei AMG damals, mit diesen, wo die angefangen haben mit diesen, ich glaube sogar der Herr Aufrecht selber hat zugegeben, dass sie damals gar keine Mehrleistung hatten. Die hatten wirklich nur halt deswegen die Optik und den Klang gemacht, aber die hatten keine Mehrleistung. Okay. Also diese Mehr von vielen Sachen, also eine Auspuffanlage, die wirklich, wirklich Mehrleistung bringt, da steckt schon mehr dahinter. Ne? Ja, und das ist halt auch in dem Fall so. Deswegen einfach so einen Luftfilterkasten zu ändern oder eine Luftführung zu ändern, ist schon ein Thema. Ne? Aber gut. Natürlich alles auch original gehalten. Ne? So gut es geht, ja. Aber es ist, wie gesagt, von Kunde individuell gebaut. Das heißt, der Kunde hat seine Wünsche hier drin. Das ist aber kein E-Gas, ne? Doch. Vorne schon. Also wir haben hier, ja. Also hier innen ist noch das Originalpedal. Der Micha sieht es direkt, der guckt gerade direkt drauf. Drück mal. Das siehst du, das E-Gas. Mhm. Siehst du es? Hier. Gut, ja. Und jetzt gehst du mal vorne gucken, wir haben die Umlenkung. Hier. So wie es bei einem 210 und beim CLK übrigens auch ist. Du hast beim CLK das genauso. Du hast den Motorraum, deine Umlenkung. Okay.
Ja, okay. Zwischenzeitlich machen wir das aber auch direkt unten. Direkt am Pedal. Wenn du natürlich einen Schlachter hast, übernimmst du es gleich mit. Ja, du hast nur das Problem, dass dein, wir hatten das ja früher Pedal auch schon sitzt. Mal gemacht, aber dein Lenkrad vom Winkel sitzt ein bisschen blöd, sodass du eigentlich fast einen Krampf kriegst. Du musst dann die ganze Position ändern. Ach so, okay. Das ist nicht so. Das war bei mir 30 relativ einfach. Ja, bei denen geht es. Bei mir 30 war es einfach. Ja. Aber so. Das sind halt so die Erfahrungen. Was ich aber interessant finde, vielleicht könnt ihr nochmal gucken, auch mit der Mittelkonsole, da haben wir Fensterheber im Aschenbecher drin. Zum Beispiel als elektrische Fensterheber. Die gab es damals ja nicht in der Pagode, die haben wir dann in dem Aschenbecher versteckt. Ach, der hat normalerweise keine elektrische Fensterheber gehabt? Kurbel. Nur Kurbel? Da gab es keine. Aber Klima? Offiziell auch nicht, sondern es war auch ein Nachrüstkit, den es für die USA gab. Na gut, das ist schon interessant, ne? Von der Handbremse. Handbremse geht, ja. Können wir den mal laufen lassen jetzt? Das können wir durchaus mal probieren. Was hat denn das Ding an Gewicht? 1350. Ja, schon Spaßfaktor da dann, ne, beim Fahren. Absolut, also der drückt auch. Vor allem, wenn er offen ist. Der drückt echt rein. Also ich bin schon viel gefahren, aber. So, den kannst du jetzt theoretisch auch ablassen. Da, jetzt kommt dein Highlight, Nico. Wir haben natürlich hier, das geht natürlich auch im Handy. Wir haben hier die Airlift-Steuerung drin. Die ganzen Aufnahmen sind natürlich selber konstruiert, aber es ist im Endeffekt die Airlift-Steuerung. Das geht halt innerhalb von runter und im Prinzip innerhalb von das. Hoch. Cool. Ja. Nico, speziell für dich. Ja, stimmt. Guck mal die Hinterachse mal an. Ja, das ist natürlich keine eingelenkte Felgenachse, damit geht es nicht. So, das ist im Endeffekt jetzt eine originale Mercedes-Hinterachse aus einem späteren Modell. Ja. Die wir da fachmännisch integriert haben, also auch dann verstärkt haben. Natürlich die ganzen Aufnahmen, wenn du eine andere Aufnahmepunkte hast, musst du ja auch verstärken und entsprechend anpassen. Hat aber auch den Vorteil, wir fahren 4-Kanal ABS, das heißt ABS ist natürlich dann auch total einfach bei der eingelegten Pendelachse, ein bisschen schwierig mit den Sensoren hinten, ist natürlich damit auch relativ einfach gelöst. Ja. Ich mach mal kurz aus. Automatikgetriebe habt ihr mit übernommen? Ja, Automatikgetriebe ist mit übernommen, 5 von NAG. Okay, genau. Das ist geil. Wir machen halt die Bausparer-Version mit dem 107er. Was heißt Bausparer? Ja, Bausparer, weil das Ding halt richtig Geld kostet. Ne? Wir haben halt Bosch-Leute, bauen den halt um. Ja, egal. Nee, aber war wieder natürlich für uns wieder viel, viel Input, ja. Input und auch natürlich viel vereinfachtere Sachen. Du hast ja auch dir das Steuergerät jetzt auch angeguckt beim 190er. Ja, genau. Da machst du dich jetzt auch mal schlau, ob wir da vielleicht noch mal eine einfachere Varianten haben. Der Geschlüssel und das und jenes. Das wäre natürlich auch cool. Ich bin gespannt, wenn wir mal bei dir sind und mal die Dinger mal vor Ort sehen. Vielleicht dürfen wir mal ein bisschen fahren. Da können wir mal fahren, ja klar. Ich freue mich drauf, wenn du da mit drin sitzt. Du auch? Mhm. Wir geben Luft. Die Frage ist, von wem wir aber dann ein Video machen, wenn er drin sitzt, wenn sie von ihm eigentlich. So vielleicht, ne? Genau. Ja, du kannst von mir. Ich muss so eine GoPro vor dir reinmachen und sein Gesicht. Ne? Nee. Super, Carsten. Danke, dass du da warst. Danke euch. Ja. Warst ja eh auf der Durchreise jetzt im Prinzip. Genau, war jetzt nicht geplant. Wenn jemand sich so ein Ding umbauen lassen will, hier zur RPR. Weil wir machen es für Kunden nicht. Ihr seid ja spezialisiert dafür, ne? Ja. Und. Also wir haben 111er gebaut. Also wir machen eigentlich in Regel 111er, wir machen Pagoden, wir machen 107er und jetzt wie gesagt auch gerade ein 600er. Das ist aber auch ein Sonderprojekt. Ja. Aber das sehen wir ja, wenn wir bei dir sind vor Ort. Genau, da können wir auch. Genau. Das interessiert mich nämlich schon, was da alles Plug and Play noch mit den alten zu neueren Autos immer so noch funktioniert. Ne? Genau. Super. Danke, Carsten. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und wir sehen uns spätestens bei Ihnen wieder. Den habe ich. Also. Danke euch. Ciao. Ciao.